Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Hitchies Adventskalender. Sieht ziemlich cute aus, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also für 49,99 € bekommt man hier eine kleine Snackparty. Und ja, ich habe mir auch ein paar andere Sachen mit dazu bestellt, um die Lieferung versandkostenfrei zu bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal ein bisschen ausgestattet und eben habe ich auch schon ein paar davon genascht. Ich mag die sehr, sehr gerne. Also das ist schon sehr lecker, was da drin ist. Und zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole vom Kanal Chiquitas Place online. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei, wenn ihr eine zweite Meinung haben möchtet. Und ja, das hier ist einfach ein Süßigkeiten-Adventskalender. Online wurde der noch nicht abgebildet, da wollten die uns überraschen quasi. Und ich finde, die Überraschung ist gelungen. Es ist ein wunderschönes Häuschen, was echt nice aussieht. Also muss ich wirklich sagen, du hast überall Kläppchen auch mit dabei. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier drin finden. Am 1. Dezember haben wir direkt was mit dabei, was ich mir auch so bestellt hatte, und zwar diesen Originalmix. Da sind drin 150 Gramm und das finde ich super, super lecker. Ja, da haben wir Erdbeere, Apfel, Kirsche, Zitrone und Himbeere als Geschmacksrichtung mit drin. Und das sind so Kaubonbons und die schmecken wirklich lecker. Ich hatte eben meinem Freund auch so ein paar davon hingehalten und er sagte, ist das Lakritz? Ich sage, nee, das ist lecker. Und er fand es auch ganz lecker. Am 2. Dezember haben wir diese Cola-Schnüre drin. Die erinnern mich an meine Jugendzeit. Ne? Richtig cool. Also mit sowas hat man doch damals Küssen geübt, sage ich mal. 125 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das ist für mich Jugend. Das ist großartig. Das ist toll. Und der nächste Geburtstag, die nächste Party ist hiermit auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier auch so große Größen drin haben. Stand, glaube ich, dass da irgendwie 2 Kilo ungefähr oder so drin sind, ne? Ich glaube, da kommen wir ganz gut hin. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da haben wir Softie Juicy Mix. Das ist einmal dieses hier. Da sind so Kaubonbons drin mit 90 Gramm. Und da sind die Geschmacksrichtungen Apfel, Kirsche, Zitrone und Himbeere auch drin vertreten. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, das ist abgefahren. 8 Gramm ist nicht viel, aber na, das ist Apfelpopcorn. Brizzle Pop. Okay, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so schmeckt. Ich werde jetzt hier im Video nicht naschen oder so, ne? Das macht jetzt, nee, möchte ich nicht so gerne. Crazy. Ich hatte ja schon Karamellpopcorn, aber Apfelpopcorn? Cool. Einen Tag vor Nikolaus erhalten wir am 5. Dezember Quibbies. Okay. Softie Quibbies. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das auch Kaubonbon-mäßig irgendwas? 20 Gramm sind hier drin enthalten und das ist eine... Ja, Secret-Geschmacksrichtung offensichtlich. Sieht mir aber vielleicht ein bisschen nach Kirsche aus. Weiß ich nicht. Nikolaus sollte bitte was Besonderes sein. Und hier haben wir Hitchies in Cherry Cola drin. Wie geil ist das? Upsala, ist das denn? 100 Gramm sind hier drin enthalten. Ist für mich definitiv auch eine besondere Geschmacksrichtung. Aber es ist ein kleines Produkt. Also zu 6 hätte ich mir tatsächlich auch eine größere Größe gewünscht. Aber trotzdem glaube ich, dass das ganz lecker sein wird. Am 7. Dezember haben wir etwas drin, was so groß ist, dass ich echt aufpassen musste, dass ich dieses wunderschöne Haus nicht kaputt mache. Saure Krakenarme sind hier drin. Das sieht ja auch crazy aus, Leute. 125 Gramm. Und auch hier sind hier verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Erdbeere, Apfel, Orange und irgendeine Beere. Johannisbeere. Oh, abgefahren. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und wir bleiben im sauren Segment. Und hier haben wir die sauren Drachenzungen, Bristlebälle. Okay, ich bin nicht so diejenige, die gerne so super saure Sachen isst, aber ab und an mal ist es ganz lecker. Auch hier Erdbeere, Apfel, Pfirsich und Kirsche sind mit dabei. Auch süß. In der Nummer 9 dürfen wir uns über 2 kleine Schätzeleins freuen. 10 Gramm sind jeweils drin enthalten, das sind Minis. Es sind im Prinzip auch diese Originalmixe. Aber die sind ein bisschen kleiner. Okay, zähle ich jetzt mal nicht als Doppelung von der Nummer 1. Ne? Das ist halt einfach in einer kleinen Variante, so als Reisegröße in der Handtasche. In der Nummer 10 darf es sauer weitergehen. Und da habe ich Softie Sour Brizzle Mix drin enthalten. Also diesen Namen, ne? 90 Gramm haben wir hier drin, Entschuldigung. Und das sind die Sorten
Erdbeere, Apfel, Orange und Cola. Mhm. Wow, am 10. Dezember habe ich hier oben mal das Penthouse geplündert. Und da haben wir diese UFOs drin. Wie geil, die habe ich mir auch mit dazu bestellt, weil ich weiß, dass mein Freund da echt drauf abfährt. Ich glaube, das ist so Kindheit auch für ihn. Ja, das ist halt mit Brausepulver gefüllt und das ist mit den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Apfel und Zitrone. Und hier sind 35 Gramm drin. Und das ist quasi wie so eine Art Esspapier und da drin hast du halt einfach Brausepulver. Halbzeit, die Nummer 12. Da habe ich den Softy Quibbies auch wieder mit 20 Gramm drin. Und hier würde ich einfach mal auf einen grünen Apfel tippen. Ja, ich muss das mal probieren. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Viele andere Sachen gab es zum Beispiel bei Maxim auf dem Event in so einer Candy Bar. Ne? Das ist, glaube ich, voll mein Ding. Am 13. Dezember haben wir Schnüre drin enthalten. Und das ist in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Hier sind 125 Gramm drin enthalten. Das dürfte voll mein Vibe werden. Und weiter geht's am 14. Dezember mit ebenfalls etwas, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir viel bestellt, ja, ich bin ehrlich. Das sind die Kaubonbons in dem Berry Mix und da haben wir verschiedene Sachen drin. Also einmal so Kunterbunt, dann Erdbeere und dann haben wir Kirsche und Himbeere. Die habe ich eben auch schon probiert, ne? Schon lecker. Am 15. Dezember haben wir saure Drachenzungen drin enthalten. Und ja, draußen geht die Party ein bisschen ab. Es tut mir leid, falls ihr Nebengeräusche hört. Und das ist wohl mit Blaubeeren oder so. Schaut einmal so aus. Hier sind 125 Gramm drin. Achso, hier waren übrigens auch 125 Gramm drin enthalten. Am 16. Dezember haben wir auch wieder Schnüre drin. Aber das sind so bunte. Da haben wir Erdbeere, Apfel, Blaubeere und Zitrone. Genau. Hier habe ich jetzt den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, und da haben wir Erdbeerpopcorn mit 8 Gramm drin enthalten. Das ist ja wohl mal krass, Leute. Sowas kenne ich nicht. Sowas habe ich noch nicht probiert. Es ist klein, aber die können ja nicht so einen riesen Eimer Popcorn in den Adventskalender reinpacken, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember und da haben wir saure Drachenzungen drin. Hatten wir ja schon, aber das sind jetzt auch verschiedene. Erdbeere, Apfel, Pfirsich und Kirsche. Und so schaut das einmal aus. 125 Gramm. Also ich glaube, hier sind viele Originalgrößen drin, oder? Zum 19. Dezember haben wir hier auch nochmal die Hitchis, aber im Sour Mix. Oh, ja, also das scheint auch wohl wirklich so deren Ding zu sein, dass man hier ungefähr die Hälfte vom Adventskalender auch in Sour macht. Wusste ich nicht. Habe ich online aber auch gesehen, dass es relativ viele saure Sachen gab. Also kein Problem, ne? 140 Gramm haben wir hier drin und das sind auch wieder verschiedene Geschmacksrichtungen. Erdbeer, Apfel, Pfirsich und Zitrone. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir wieder unsere Hitchis in der Handtaschengröße. Das ist jetzt schon ein bisschen gedoppelt, ne? Das sind nochmal 2x10 Gramm. Und ja, genau. Also da ist halt random das drin so, ne? Das sind immer unterschiedliche Sorten hier drin enthalten. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das jetzt gedoppelt haben, aber es ist okay. Am 21. Dezember gibt es saure Spinnenbeine. Also ich kenne viele meiner Freundinnen, die bei diesem Wort allein schon davonlaufen würden. Aber es passt natürlich jetzt aktuell, weil bald ist Halloween und so weiter, ne? Okay, genau. Da haben wir 125 Gramm drin enthalten und hier auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Wildapfel, Waldfrucht, Aprikose und Blaubeere. Oh geil, am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl, gibt es in der Blue Edition diese Hitchis und da sind 210 Gramm drin. Möglicherweise ist das auch die Originalgröße, wobei das gibt es in unterschiedlichen Größen, ne? Finde ich sehr nice. Zum 23. Dezember bekommen wir dann nochmal diese Quibby Softy Geschichten mit 20 Gramm und hier würde ich auf vielleicht Erdbeere tippen vom Geschmack her. Das schaut einmal so aus. Auch sowas kann ich mir gut in der Handtasche vorstellen, ne? Und auch hier am 24. Dezember hätte ich mir gewünscht, dass wir nur Originalgröße irgendwie drin haben. Die haben sich aber gedacht, nee, glaube ich jedenfalls, wir machen in die 6 und in die 24 keine Originalgrößen rein, sondern neue Sorten vielleicht. Das sind die Freeze Dried Sour Mix Sachen. 50 Gramm sind hier drin. Ne, das ist halt wirklich eine kleine Größe, aber wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es halt irgendwie eine neue Geschmacksrichtung ist, besonders. Also dafür, dass teilweise die Produkte recht schwer hier rauszunehmen waren, sieht der Adventskalender noch sehr, sehr gut aus. Also ich glaube schon, dass man hier auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber jetzt nicht exorbitant krass, ne? Ja, aber ich finde, das ist ein schönes Erlebnis, wenn man jemand ist, der gerne so auf diese Fruchtgummi-Geschichten steht oder Frucht.
Sachen steht, ne? Und gerne halt auch sauer und süß mag. Aber ich glaube, wenn man sich jeden Tag ein so ein Tütchen reinknallt, ist das Ganze schon ziemlich heftig. Und ich freue mich auch, dass Nicole und ich uns entschieden haben, ihn vorzustellen, dass wir halt die Videos dazu machen, weil so komme ich echt in den Genuss von diesen mega interessanten Sachen, muss ich wirklich sagen. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.